Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ups, ich glaube, ich habe schon wieder gegen meinen. Nein. Och nö. Wir dürfen alles nochmal machen. Ja, wir dürfen alles nochmal machen. Meine ganze harte Arbeit. Darüber zu klettern, war umsonst. Dann machen wir das mal eben schnell. Wie beim letzten Mal. Entschuldigung, dass ich ständig mit der Kamera hin und her wackel. Hallo. Hallo, mein Freund. Und du, mein Freund, die Tür ist jetzt auf. Wenn man nicht irgendwo gegenläuft. Und tschüss. Dann kommt jetzt das Spektakel mit dem Klettern nochmal balancieren. Entschuldigung. Machen wir mal eben im Dunkeln. So, wir wissen ja jetzt, wir müssen auf den Balkon, wie ich das letzte Mal geschafft habe. Das wird nix. Doch, es war was. Und wir brauchen den Schlüssel. Neues Ziel: finde Vater Martin in der dritten Etage. Das sind welche? Kommen die hier hin? Oh, verdammt, wir haben nur noch zwei Batterien. Tür ist offen. Oh nein, die Zwillinge. Upsala. Sollen wir es wagen? Noch sehe ich keinen mehr. Wir sollten aber auch nicht zu lange warten, weil wir sonst umgelegt werden. Tür schnell zu. Die ist auch zu. Hör auf damit. Es speichert. Na, du siehst ja nett aus. Dein Bruder ist unten, wenn du ihn suchst. So, können wir abschließen?
Kann die Musik mal aufhören? Es speichert wie. Oh. Lass mich durch. Du willst mich nicht mit den mitnehmen. Ich merk's schon. Für diesen Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. War doch klar. Die ist auch zu. Eine Küche. Anscheinend hat jede Etage eine eigene Küche. Batterien wären ganz nett. Was war das? Oh, eine Akte. Oder nicht? Eine Tasse. Zu dir kommen wir nicht. Eine Dose Pepsi. Heute gibt's Happa. Die Taste war's. Ich hab's Ewigkeiten nicht mehr gespielt, man merkt's, glaube ich. Boah, das Gewitter. Da kommen wir nicht weiter. Geht's dir gut? Ah, da oben. Mhm. Und tschüss. Sind wir hier wieder. Vielleicht müssen wir darum. Schade, dass wir nicht schneller krabbeln können. Das wäre, glaube ich, manchmal vom Vorteil. Hä? Hä? Können wir nichts dran machen. Und wofür ist das jetzt hier? Wo müssen wir hin? In die Kühltruhe? Wie unnütz. Ich verstehe das nicht. Wir gehen nochmal hier rein. Ich glaube, die Musik können wir ein bisschen lauter machen. Moment mal. Da sind wir wieder. Nö, können nichts machen. Hä? Ich dachte, ich komme weiter. Da ist noch eine Tür. Die auch zu ist, natürlich. Hä?
muss doch hier irgendwas in der Küche hier sein. Sonst wäre das doch nicht so offensichtlich, dass ich da hoch muss. Na, komm schon. Da komme ich doch nie im Leben rüber. Nee, aber da ist eine Batterie. Wo muss ich hin? Das ist nur ein Schrank, an dem ich hängen bleibe. Es wäre doch nicht so ausgeleuchtet sonst. Habe ich irgendwas übersehen? Ich möchte nicht nachgucken, um ehrlich zu sein. Ich verstehe das nicht. Ich werde gleich wiederkommen. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Und ich war echt blöd. Man hätte sich auch umgucken können. Ich habe mich umgeguckt. Und dabei habe ich diese Tür entdeckt. Ja, diese Tür entdeckt. Hätte ich mich mal mehr getraut. Hätte ich mich nur getraut, dann hätte ich jetzt... Ja, okay. Können wir uns da durchzwängen? Nein. Okay, das heißt, Chris kann schon mal nicht kommen. Oh, Moment, ich muss mal was nachgucken. Okay, hat sich erledigt. Fernseher und zwei Computer. Na, wer will mit mir Billard spielen? Wer? Geht's dir gut? Denk, bevor du Müll machst. Ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werden sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn was passiert, wenn ich dir zu nahe komme? Nix. Hi, du. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands, nicht Satans, nicht Satans. Ja? Okay, wir lassen dich mal in Ruhe, ja? Du bist mir ein bisschen suspekt.
Aber. Nur ein kleines bisschen. Okay. Was war das denn? Was jetzt? Ich möchte auf Tischen tanzen. Oh, warum muss ich von der ein Problem ins nächste kommen? Verdammt. Das ist zu. Man soll doch nicht die falsche Taste drücken, dann würde man rennen anstelle von springen. Kann ich durch den Fernseher? Kann ich Samara spielen? Lass mich rein, Samara. Not funny. Not funny at all. Wo muss ich hin? Auch für die Blinden. Was, wenn ich dir zu nahe komme? Hi, darf ich mit dir beten? So? Ist das okay für dich? Nein? Okay, dann verschwinde ich. Man hätte es auch so einfach haben können. Bitte, vermeide Kontamination. Wasch deine Hände. Noch ein Betender? Hat Mata Fatin, da ist es wieder. Vater Martin euch dazu bewegt, zu beten? Da war meine Nachtsicht weg. Dann zwei. Was hast du denn da für mich? Hast du da was für mich? Ja, eine Hose. Deine Wirbelsäule. Meine sieht ja schon schlimm aus, was dadurch kommt, dass ich leider Gottes unglaublich dünn bin. Was ich nicht verhindern kann. Ich kann so viel essen, wie ich will. Ich kann gut verdauen anscheinend. Ein offenes Fenster. Da muss ich wahrscheinlich her. Gucken uns nur noch einmal Kamera. Hier um? Eine Akte, eine Akte. So, mit dieser Akte beenden wir dann eben einmal die Folge und wir sehen uns dann, wahrscheinlich ist die Folge viel zu kurz, beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.